Die Weiblichkeitsmaske. Zwischen einer ungeschminkten, kahlen und nackten Frau und einem ungeschminkten, kahlen und nackten Mann gibt es kaum einen Unterschied. Mit Ausnahme jener Organe, die der Fortpflanzung dienen, wird alles, was Mann und Frau voneinander unterscheidet, künstlich erzeugt. Der Mann wird zum Mann durch die Entwicklung seiner Intelligenz und die dadurch mögliche Produktivität. Seine Erscheinung bleibt dabei fast unverändert. Die Frau wird zur Frau durch graduelle Verdummung und durch die Verwandlung ihres Äußeren, und diese Differenzierung der Geschlechter geschieht ausschließlich auf Veranlassung der Frau. Ein Mann gilt, wie wir gesehen haben, erst nach einer Reihe weiblicher Dressurakte als männlich, die Frau selbst jedoch verwandelt sich in eigener Regie und macht sich weiblich mit Hilfe der Kosmetik, Frisierkunst und Garderobe. Diese artifiziell hergestellte Weiblichkeit besteht aus zwei Komponenten: der Betonung der sekundären Geschlechtsmerkmale, die bereits an anderer Stelle beschrieben wurde, und der Verfremdung durch den Maskeneffekt. Denn mit ihren vielfältigen Masken verfolgt die Frau immer nur den Zweck, den Unterschied zwischen sich und einem beliebigen Mann so auffällig wie möglich zu gestalten. Durch die Betonung ihrer Gesichtsmerkmale wird sie für den Mann begehrenswert, durch die übrige Maskerade wird sie geheimnisvoll für ihn, sie wird das Fremde, das Schillernde, das andere Geschlecht, und dass sie das wird, erleichtert ihm seine Unterwerfung. Mit Hilfe der weiten Skala von Verwandlungsmöglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen, eine richtige Frau sieht jeden Tag ein wenig anders aus, frappiert und überrascht sie den Mann jedes Mal aufs Neue. Außerdem gewinnt sie Zeit, während er hinter ihrem veränderten Äußeren mühsam die Frau vom Tag zuvor wiederfinden muss, kann sie in Ruhe ihre eigenen Pläne realisieren, die darin bestehen, diesen Mann in eine möglichst ausweglose Position zu manövrieren und ihn dabei geschickt von jedem Verwesungsgeruch ablenken, den ihr unter der gefälligen Maskerade dahinfaulender Geist überall verströmt. Eine Frau betrachtet sich daher immer nur als Rohstoff für eine Frau. Nicht das Material wird beurteilt, sondern was daraus entsteht. Ohne Make-up, Lockenfrisur und Kettchen sind Frauen praktisch noch nicht vorhanden. Das erklärt auch, weshalb so viele von ihnen völlig ungeniert mit Lockenwicklern und eingefettetem Gesicht herumlaufen. Das sind ja noch nicht sie. Sie werden erst noch gemacht. Und diese Fiktion gelingt ihnen umso leichter, als ihnen dabei ihre Intelligenz nicht im Weg steht. Damit diese Metamorphose zur Frau gelingt, haben sie von jeher keine Mühe gescheut. Keine kosmetische Prozedur war einer Frau je zu zeitraubend oder kostspielig, wenn es darum ging, jenes Endprodukt herzustellen, das sich vom Mann in so auffälliger Weise unterscheidet. Indem sie ihre Haut einfettete, wurde sie immer glatter und immer verschiedener von der des Mannes. Indem sie ihre Haare lang trug oder lockig, unterschied sie sich ebenfalls von ihm, und indem sie ihre Augen mit schwarzer Schminke umrahmte, wurde sie zwar nicht schöner, aber ganz und gar anders als Männeraugen, fremd, geheimnisvoll, beunruhigend. Das alles war der ursprüngliche Sinn der weiblichen Maskerade, doch er ist inzwischen fast in Vergessenheit geraten. Da die bürgerliche Frau in den letzten Jahrzehnten durch den von Männern geschaffenen Wohlstand von einer vielbeschäftigten Hausangestellten zu einer Art Kokotte avanciert ist, konnte es nicht ausbleiben, dass sich ihre früher zweckgebundenen Spiele mit ihrer äußeren Erscheinung verselbstständigten. Sie hat jetzt Zeit und Geld und möchte sich mehr denn je unterhalten wissen. Und weil das Spiel mit ihrem Körper zu ihren bevorzugten Unterhaltungen zählt, häufig ist es sogar ihr einziges Vergnügen, den besonders wohlhabenden Frauen muss es ja auch noch die Hausarbeit ersetzen, wird es auch von allen Seiten forciert, von den Männern, die ihre Schminkutensilien produzieren, von denen, die ihre Kleider und Frisuren entwerfen und produzieren, und von denen, die davon leben, für dieses Spiel immer neue Varianten vorzuschlagen, den Redakteuren von Frauenfunk und Frauenzeitschriften. Dabei hat sich inzwischen tatsächlich so etwas wie eine ganze eigene Kultur unter den Frauen entwickelt, eine Art Kunstgewerbe, in dessen Schutz sie völlig ungestört und unter sich leben können und das sie in Höhen, vielmehr Tiefen, führt, wohin ihnen der Mann, mit Ausnahme der darauf spezialisierten Arbeitssklaven, nicht mehr folgen kann. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Lippenhaut geschmeidig bleibt, rät beispielsweise eine renommierte Frauenzeitschrift einer Leserin, die über zu tiefe Lippenfalten klagt. Bürsten Sie Ihre Lippen täglich vorsichtig mit einer nassen Zahnbürste und benutzen Sie mehrmals am Tag Lippenpomade. Nehmen Sie Lippenstifte ohne Perlmuttschimmer,
Sie setzen sich nicht so leicht in den Falten fest. Messen Sie nach, befiehlt sie allen Frauen. Ihr Beckenumfang darf Ihre Taillenweite um 25, den Brustumfang höchstens um 8 cm übersteigen. Bürsten Sie Ihre Brauen immer erst in Form, bevor Sie sie nachstricheln. Malen Sie nie einen glatten Bogen, sondern stricheln Sie sorgfältig Härchen für Härchen. Ganz natürlich sieht es aus, wenn Sie direkt neben der Nasenwurzel fast senkrechte Striche malen und wenn Sie zwei Farben mischen, zum Beispiel Grau und Braun. Hängen Sie einen Spiegel in Ihre Küche, er hilft Ihnen kontrollieren, ob Sie beim Kochen unbewusst Grimassen schneiden oder Ihre Stirn in Falten legen, und er erinnert Sie auch, wenn Ihre Frisur sich aufgelöst hat. Und die Frauen für jede neue Spielregel dankbar, denn sie haben ja nicht genug Fantasie, selbst solche zu erfinden, führen alles gewissenhaft aus, messen ihren Beckenumfang, bürsten ihre Lippen, stricheln ihre Augenbrauen und hängen sich zur Vermeidung von Denkfalten kleine Spiegel in die Küche. Und wenn sie das getan haben, warten schon wieder neue Spielvorschläge. Es gibt heute tatsächlich Frauen, die ihre Brüste täglich 10 Minuten lang in kaltem Wasser baden. Das macht sie straff. Die sich, ohne krank zu sein, jeden Morgen von Kopf bis Fuß einölen, die ihre Haare alle paar Tage auf mindestens 30 Lockenwickler drehen und die allein für das Make-up ihrer Augen über eine halbe Stunde benötigen. Und da sie dank all dieser, in seinen Augen absurden Tätigkeiten, dem Mann immer fremder, immer unberechenbarer, immer weiblicher erscheinen, sind es häufig gerade diese Frauen, denen er sich am willigsten versklavt. Inzwischen geht das Spiel immer weiter. Wer mitspielen will, wer den Anschluss an die Clique nicht verlieren möchte, muss immer neue Regeln beachten, denn die Anforderungen, die die Frauen gegenseitig an sich stellen, die Männer sind aus dem Spiel längst ausgeschieden, werden enorm, die Unterhaltungsmöglichkeiten mit dem eigenen Körper sind ins Unendliche gewachsen und nehmen von Tag zu Tag weiter zu. Dabei ist es natürlich unvermeidbar, dass viele Frauen halbwegs auf der Strecke bleiben und sich wieder vornehmlich den Amüsements des Haushalts zuwenden. Es entstehen durch das unterschiedliche Einkommen der Männer bedingt Klassenunterschiede zwischen sehr gut, gut und weniger gut maskierten Frauen, wobei die Ersteren allen anderen als Idole dienen und ihnen durch ihre perfekte Maskerade, die sie über ihre speziellen Publikationsorgane ständig überwachen, eine Art Ersatzbefriedigung bieten. Doch auch für die nur mittelmäßig maskierte Frau werden die Spielregeln immer komplizierter. Zum Schwimmen beispielsweise geht sie nur noch mit wasserfestem Spezial-Make-up, sorgfältig enthaarten Beinen und Achselhöhlen, eingefettetem Körper und mit unter der von Gummiblüten übersäten Bademütze aufgedrehten Haaren. Vor der Fahrt zum Supermarkt pflegt sie sich zumindest mit mattschimmernder Tagescreme, einem Tupfer Rouge und hellbrauner Wimpertusche. Bei Beerdigungen nimmt sie zur schwarzen Mantilla eine besonders helle Teintgrundierung und fast unsichtbaren Lippenstift. Und das Schminken und Ankleiden für eine ganz gewöhnliche Cocktailparty, die sie vielleicht nach ein paar Minuten schon wieder verlässt, beansprucht inzwischen Stunden. Wo sie früher einen einzigen Lidschatten auftragen musste, nimmt sie jetzt 3, etwa Weiß, Gold und Grün. Ihre Lippen pflegt sie mit Lippenpomade, Konturenstift, Perlmuttstift und Puder. Ihre falschen Wimpern werden nicht mehr en bloc aufgeklebt, sondern Wimper für Wimper. Das wirkt natürlicher. Und in die eigene Frisur wird immer häufiger ein falsches Haarteil eingeflochten, das selbstverständlich, genau wie das eigene Haar, immer frisch gereinigt und gelockt sein muss. Allein für das Make-up von Augen und Augenbrauen braucht eine Frau Folgendes: ein Band falscher Wimpern, Spezialkleber und Pinzette für das Befestigen dieser Wimpern, Mascara-Stift, Wimperntusche, Eyeliner, Lidschatten, 3 Farben, Braunstifte, 2 Farben, Brauenpuder mit abgeschrägtem Pinsel, Brauenbürstchen, ölhaltige Pads für das Abschminken und Spezialaugencreme. Und den Männern, die ihre Göttinnen zwar göttlich mögen, fremd, schillernd, das heißt weiblich, aber nicht mit zusehen wollen, wie sie Stunden um Stunden sklavisch vor dem Spiegel verbringt, wird es bei dieser Entwicklung immer unbehaglicher. Denn genau wie bei der Hausarbeit, die in ihren Augen gegen die menschliche Würde verstößt und von der sie nicht glauben können, dass sie ihren Frauen Vergnügen verschafft, können sie dies auch von der Kosmetik nicht annehmen. Jeder Mann weiß zwar von sich selbst, dass er keinen Wert darauf legt, dass seine Frau zur Pflege ihrer Augenlider 3 verschiedene Puderfarben verwendet, genauso wie er weiß, dass er keine Zimmerpflanzen und keine Spitzenvorhänge an seinem Fenster brauchte, doch er denkt, genau wie bei der Hausarbeit,
dass die anderen Männer oder die Gesellschaft dies von einer Frau verlangen und er bedauert sie deswegen und fühlt sich für diese Entwicklung persönlich verantwortlich. Da er weiß, dass er und seine Geschlechtsgenossen nur auf das Äußere einer Frau Wert legen, auf Sexsymbole und eine gewisse Verfremdung durch Schminke, die sich jedoch in Grenzen hält, worauf sollen sie bei der Dummheit und Gefühlsarmut der Frau eigentlich sonst Wert legen, folgert er, dass deren unermüdliche Beschäftigung mit ihrem Körper sich nur mit einem Übereifer bei der Erfüllung der männlichen Ansprüche erklären lässt und fühlt sich schuldbewusst und gerührt. Durch seine primitiven Bedürfnisse macht er die Frau zum Objekt, meint er, zum Lustobjekt, unterdrückt ihre wertvollen Eigenschaften, die ja tatsächlich nirgends zu finden sind, und geht damit natürlich wieder einmal haarscharf an der Wahrheit vorbei. Denn dass diese ganze Entwicklung die bisher höchste Stufe weiblicher Kultur ist, dass Frauen sich durch Mode und Kosmetik nicht zu Objekten machen, sondern dass ihre fortwährende Beschäftigung mit diesen Dingen der geistigen Aktivität unendlich primitiver Subjekte entspricht, mag er in seinem eigenen Interesse nicht denken. Und noch etwas kann er nicht wissen, dass nämlich die Art, wie eine Frau sich sozusagen Tag für Tag völlig neu erschafft, wie sie sich durch ihre vielfältigen Maskeraden immer wieder vor sich selbst verfremdet, sich nicht nur amüsiert, sondern auch noch ihr ohnehin sehr schwaches Religionsbedürfnis, das wir, wie wir im Kapitel über die Lust an der Unfreiheit gesehen haben, durch ihre geringe Intelligenz befriedigt ist, befriedigt. Jeder Schritt zu einer solchen Verwandlung erfordert ihr ganz neutrale, kritische Selbstbeobachtung von ihr und zwingt sie praktisch dazu, sich ständig mit den Augen einer fremden Zuschauerin zu sehen und ihr Werk mit deren Maßstäben im Laufe eines Tages tausendmal zu überprüfen. Folglich kann sie sich, wenn die Verwandlung gelingt, wenn die Maskerade den Anforderungen der Fremden entspricht oder diese sogar noch übertrifft, mit deren Augen auch hemmungslos bewundern. Sie ist durch diesen Trick sozusagen in der Lage, sich selbst zu verherrlichen und bleibt damit vor jedem System, das dazu dient, die menschliche Lust an der Unfreiheit zu befriedigen, Ideologien, Religionen, Verherrlichung eines anderen, weitgehend verschont. Aus allem, was die Frauen mit sich anstellen und was immer ihrer Verschönerung dient, ergibt sich für die Männer eine logische Konsequenz, dass Frauen, nämlich Männer, selbst wenn sie sie beachten würden, auf keinen Fall schön finden könnten. Es heißt zwar, ein Mann muss nicht schön sein, und viele Männer zitieren diese Weisheit ganz ohne Hintergedanken sogar noch selbst, aber offensichtlich ist es doch so, dass er nicht nur nicht schön sein muss, sondern dass er, selbst wenn er es wünschte, in den Augen der Frauen nicht einmal schön sein könnte. Wenn die Frauen sich in ihrer albernen Maskerade selbst schön finden, und nichts deutet das Gegenteil an, können sie nicht zugleich die weitgehend ungeschminkten, uniformierten Männer schön finden, diese wären in ihren Augen ja bestenfalls Vorstufen zu Menschen, Rohmaterial, Entwürfe. Ein Mann ist daher für die Frau in gewissem Sinn sowieso immer hässlich, und folglich kann sie bei ihrer Wahl sein Äußeres auch völlig ignorieren und sich ganz frei, das heißt nur nach dem Lebensstandard, den er ihr bieten könnte, entscheiden. Besonders sensible Männer müssen dies in jüngster Zeit auch selbst empfunden haben und versuchen daher, nach den Maßstäben der Frau schön zu werden und diese endlich auch einmal durch ihr Äußeres zu beeindrucken. Doch dieser Ausbruchversuch ist inzwischen so gut wie gescheitert. Erstens konnten alle diese Männer unmöglich von heute auf morgen das erreichen, was Frauen in Generationen kultiviert haben. Das lange Haar eines Mannes ist nie so seidig, seine Haut nie so zart und seine Garderobe nie so erlesen, extravagant wie die einer Frau. Zweitens haben die Legionen versklavter Männer diese Verräter sofort aus ihrer Gemeinschaft ausgestoßen und ihnen weitgehend die Verdienstmöglichkeiten gesperrt. Heute maskieren sich fast nur noch jene, Dichter, Maler, Musiker in Beatbands, Hippies, Schauspieler, Journalisten, Fotografen, die gerade mit dieser Maskerade als eine Art Hofnarren oder Bourgeoisie ihr Geld verdienen, und fast jeder von ihnen hat auch eine Frau, die dieses Geld sofort wieder verwertet. Beim Dichter ist es die Muse, beim Maler das Modell und bei den jungen Beatmusikern das Groupie, das auf ihre Kosten lebt. Und sollte sich wirklich einmal lange Haare oder Halsketten für Männer allgemein durchsetzen, was durchaus möglich ist, denn alle 100 Jahre gibt es, meistens wegen der inzwischen veränderten Arbeitsbedingungen, auch in der Herrenmode kleine Varianten, dann werden diese langen Haare bei allen genau gleich lang sein und die Ketten, die sie anstelle der Krawatten tragen, werden ebenso diskret und unauffällig sein wie diese.
Berufswelt als Jagdrevier. Die vielen berufstätigen Frauen, Sekretärinnen, Fabriksarbeiterinnen, Verkäuferinnen, Stewardessen, denen man überall begegnet, die sportlichen jungen Mädchen, die in immer größerer Zahl Colleges und Hochschulen bevölkern, könnten einen fast auf die Idee bringen, die Frau habe sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert. Sie könnten einen glauben machen, das moderne junge Mädchen sei fairer als seine Mutter und habe sich, vielleicht von einem großen Mitleid mit seinem Opfer überwältigt, entschlossen, nicht mehr die Ausbeuterin des Mannes zu sein, sondern seine Partnerin. Dieser Eindruck täuscht. Die einzig wichtige Tat im Leben einer Frau ist die Wahl des richtigen Mannes, sie darf sich sonst überall irren, hier nicht, und deshalb trifft sie diese Wahl meist dort, wo sie die männlichen Qualitäten, auf die es ihr ankommt, am besten beurteilen kann, beim Studium und bei der Arbeit. Büros, Fabriken, Colleges und Universitäten sind für sie nichts weiter als gigantische Heiratsmärkte. Welches Milieu sie zum Ködern ihres künftigen Arbeitssklaven tatsächlich wählt, hängt weitgehend vom Einkommen des Mannes ab, der sich vorher für sie versklavt hatte, ihres Vaters. Die Töchter gut verdienender Männer suchen sich den Mann zum Heiraten vorzugsweise auf Hochschulen und Universitäten, denn dort bestehen die größten Chancen, einen mindestens ebenso gut verdienenden Mann zu finden. Außerdem ist ein Proforma-Studium bequemer als eine, wenn auch vorläufige, Berufstätigkeit. Mädchen aus weniger gutem Hause müssen sich zum gleichen Zweck vorübergehend in einer Fabrik, einem Laden, Büro oder Krankenhaus verdingen. Beide Formen des Engagements sind provisorisch, sie dauern bis zur Hochzeit, im Härtefall bis zur Schwangerschaft und haben einen großen Vorteil. Jede Frau, die heute heiratet, hat, dem Mann ihrer Wahl zuliebe, entweder einen Beruf oder ein Studium aufgegeben. Und solche Opfer verpflichten. Berufstätigkeit und Studium der Frau verfälschen also nur die Statistik und dienen außerdem dazu, den Mann noch hoffnungsloser zu versklaven, denn sowohl Beruf als auch Ausbildung sind für Mann und Frau etwas völlig Verschiedenes. Für den Mann geht es im Beruf immer um Leben und Tod. Gerade die ersten Jahre sind meist für seine ganze Zukunft entscheidend. Ein Mann, der mit 25 noch nicht auf dem Weg nach oben ist, gilt als hoffnungsloser Fall. In dieser Zeit entfaltet er alle seine Fähigkeiten. Der Kampf mit seinen Konkurrenten ist ein Kampf bis aufs Messer. Hinter einer Maske großzügiger Kollegialität liegt er ständig auf der Lauer. Jedes Zeichen von Überlegenheit eines anderen wird ängstlich registriert. Jedes Zeichen von dessen Schwäche muss er sofort zu seinen Gunsten ausnützen. Und bei alledem ist er immer nur ein Rädchen in einem gigantischen Wirtschaftsgetriebe, das ihn nach allen Regeln der Kunst auswertet. Wenn er andere schindet, schindet er sich selbst am meisten. Die Befehle, die er gibt, sind Befehle anderer über ihm. Wird er gelegentlich von seinen Vorgesetzten gelobt, geschieht das nie, um ihm eine Freude zu machen, sondern immer mit dem Ziel, ihn noch weiter anzuspornen. Für ihn, der darauf dressiert wurde, stolz und ehrenhaft zu sein, ist jeder Tag im Berufsleben eine endlose Kette von Demütigungen. Er begeistert sich für Markenartikel, die ihn nicht interessieren, lacht über Witze, die er geschmacklos findet, vertritt Meinungen, die nicht die seinen sind. Und bei all dem darf er sich nicht eine Sekunde lang vergessen. Die kleinste Nachlässigkeit kann Degradierung bedeuten, ein einziges falsches Wort kann das Ende der Karriere sein. Die Frau, um die es bei diesem Kampf in erster Linie geht und unter deren Augen sich das alles abspielt, sieht dem gelassen zu. Für sie ist die Zeit ihrer Berufstätigkeit eine Zeit des Flirts, Rendezvous, Neckereien, in der als Vorwand auch noch ein bisschen Arbeit erledigt wird, mit der meist keinerlei Verantwortung verbunden ist. Sie weiß, dass das alles vorübergeht, und falls nicht, dann hat sie wenigstens jahrelang in dieser Illusion gelebt. Die Kämpfe der Männer beobachtet sie deshalb aus sicherer Distanz, gelegentlich applaudiert sie einem der Kämpfer, tadelt oder ermutigt ihn. Und während sie ihnen Kaffee kocht, ihre Post öffnet und ihre Telefongespräche abhört, trifft sie kaltblütig ihre Wahl. Sobald sie den Mann fürs Leben gefunden hat, zieht sie sich zurück und überlässt das Terrain dem Nachwuchs. Beim Studium ist es nicht anders. In den USA findet man auf Colleges und Hochschulen mehr Frauen denn je, doch die Zahl derer, die fertig studieren, ist geringer als vor dem Zweiten Weltkrieg. Während die Studentinnen in den Vorlesungen ihre Frühjahrsgarderobe entwerfen, in den Pausen kokettieren und mit unter durchsichtigen Gummihandschuhen blutrot lackierten Fingernägeln an Leichen herumsezieren,
geht es bei ihren männlichen Partnern immer um alles oder nichts. Einer Frau genügt es, College oder Universität mit einem Verlobungsring abzuschließen, beim Mann reicht nicht einmal ein Diplom. Diplome kann man leicht durch auswendig Lernen erwerben, es gibt wenig Prüfer, die zwischen Wissen und Bluff unterscheiden können, der Mann aber muss auch begreifen, worum es geht. Von der Fundiertheit seiner Kenntnisse wird später sein materieller Erfolg abhängen, sein Prestige und häufig sogar das Leben von Menschen. Die Frau kennt keinen Kampf. Wenn sie ihr Studium abbricht und einen Universitätsdozenten heiratet, hat sie ohne Anstrengung das Gleiche erreicht wie er. Als Ehefrau eines Fabrikanten wird man sie mit noch größerer Ehrerbietung behandeln als diesen und nicht wie jemand, den man in der gleichen Fabrik bestenfalls am Fließband beschäftigen könnte. Als Frau hat sie immer den Lebensstandard und das Sozialprestige ihres Mannes und muss nichts tun, um diesen Standard und dieses Prestige zu erhalten. Das tut er. Der kürzeste Weg zum Erfolg ist deshalb für sie immer noch die Heirat mit einem erfolgreichen Mann. Und den bekommt sie weder durch Fleiß noch durch Strebsamkeit oder Ausdauer, sondern einzig und allein durch eine attraktive Erscheinung. Man hat gesehen, welche Anforderungen die gut dressierten Männer an das Aussehen der Frauen stellen. Die besten Domptösen bekommen automatisch, also ohne sich im geringsten bemühen zu müssen, die erfolgreichsten Kämpfer unter ihnen. Da diese sogenannten schönen Frauen auch meist die sind, die es seit ihren Kindertagen am leichtesten hatten und somit noch weniger als die anderen einen Grund zur Entwicklung ihrer geistigen Anlagen fanden, Intelligenz entfaltet sich nur im Wettbewerb, ergibt sich die logische Konsequenz, dass sehr erfolgreiche Männer meist abgrundtief blöde Frauen haben. Es sei denn, man bewertet das Geschick einer Frau, sich als Köder herauszuputzen, als Intelligenzleistung. Es ist fast schon ein Klischee, dass ein Mann, der es besonders weit gebracht hat, als Wirtschaftsboss, Finanzmakler, Großreder, Dirigent, auf dem Gipfel seines Erfolgs, also meist in zweiter oder dritter Ehe, ein Fotomodell heimführt. Männer, die durch Erbschaft reich sind, leisten sich meist schon in erster Ehe ein solches Superweib, das sie dann freilich im Laufe der Jahre von Zeit zu Zeit auswechseln. Fotomodelle aber sind meist Frauen, die nicht einmal eine abgeschlossene Schulbildung haben und bis zu ihrer Heirat nichts anderes tun, als graziös vor Kameras zu posieren. Doch da sie schön sind, sind sie potenzielle Reiche. Und alle diese Frauen geben aus Liebe eine Karriere auf. Jedenfalls erzählen sie das dem Mann und der glaubt es. Der Gedanke, dass er durch seinen Antrag die Frau im letzten Augenblick vor der Mühe eines Abiturs oder Staatsexamens gerettet hat, wäre nicht so schmeichelhaft für ihn, deshalb schiebt er ihn weit von sich und berauscht sich stattdessen an der kompromisslosen Liebe, die diese Frau nach ihren eigenen Angaben für ihn empfindet. Wer weiß, denkt er, immer seinen eigenen Wertmaßstäben folgend, vielleicht wäre eines Tages aus ihr eine berühmte Chirurgin, gefeierte prima Ballerina, brillante Journalistin geworden und das alles hat sie aufgegeben für ihn. Die naheliegende Idee, dass sie lieber die Frau eines berühmten Chirurgen mit dessen Einkommen, dessen Prestige und ohne dessen Arbeit und Verantwortung ist, kommt ihm nicht. Er nimmt sich vor, ihr das Leben an seiner Seite so angenehm wie möglich zu gestalten, damit sie ihr großes Opfer nie bereuen muss. Ein geringer Prozentsatz der Studentinnen westlicher Industrienationen, 10-20%, schafft dennoch vor der Heirat ein Hochschuldiplom. Trotz gelegentlicher Ausnahmen sind es meist die weniger attraktiven Frauen, denen es nicht gelungen ist, während ihrer Studienzeit eine brauchbare Arbeitskraft zu engagieren. Dieses Diplom erhöht dann automatisch ihren Marktwert, denn eine gewisse Sorte Mann fühlt sich, vorausgesetzt er hat selbst ein Diplom, durch den Titel einer Frau persönlich geschmeichelt, wie gescheit muss er sein, dass diese hochgebildete Frau sich für ihn interessiert. Und wenn eine Koryphäe dann noch einigermaßen sexy ist, fühlt er sich im siebten Himmel. Doch nicht lang. Denn auch die Ärztin, Juristin oder Soziologin wird ihre Karriere für die seine opfern oder zumindest zurückstellen. Sie wird in eine Vorortvilla ziehen, Kinder gebären, Blumenbeeten anlegen und sein Heim mit dem üblichen Kitsch anfüllen. Nach ein paar Jahren hat sie über diesen Amüsements ihr bisschen auswendig gelerntes Fachwissen vollkommen vergessen und wird im Grunde genauso sein wie ihre Nachbarinnen. Die emanzipierte Frau. Es gibt auch Frauen über 25, die berufstätig sind,
Das kann verschiedene Gründe haben. A. Die Frau ist mit einem Versager verheiratet, mit einem Mann, der nicht genug Geld verdient, um ihre Kitschorgien zu finanzieren. B. Die Frau ist aus biologischen Gründen kinderlos, einige Männer sehen dann nach dem Abklingen ihrer Leidenschaft keine Veranlassung mehr, sie zu versorgen. C. Die Frau ist hässlich. D. Die Frau ist emanzipiert. E. Die Frau hat Interesse an einem bestimmten Beruf und verzichtet daher von vornherein auf den eigenen Sklaven für die eigenen Kinder. Die Motive für die Berufstätigkeit von A und B liegen nahe. Wichtig sind die beiden nächsten Gruppen, denn die hässliche Frau gilt oft als emanzipiert und das ist falsch. Die Chancen, einem Exemplar der letzten Kategorie zu begegnen, einer Frau, die geistigen Interessen zuliebe oder gar aus Fairness auf Komfort und Leibeigene verzichtet, sind fast aussichtslos. Die hässliche Frau, die Frau, die nach dem Geschmack der Männer hässlich ist, weil ihre sekundären Geschlechtsmerkmale entweder unvollkommen entwickelt oder ungenügend zur Schau gestellt sind und weil ihren Gesichtszügen jeglicher Babylook fehlt, arbeitet aus dem gleichen Grund wie der Mann, weil es sonst niemand für sie tut. Doch während der Mann mit seinem Gehalt Frau und Kinder ernährt, arbeitet sie immer nur für sich selbst und nie, um mit dem verdienten Geld das Leben eines schönen jungen Mannes zu finanzieren. Diese Frau ist oft ziemlich intelligent. Anfangs lässt sie zwar wie alle Frauen dem Beispiel ihrer Mutter folgend und im Vertrauen auf den künftigen Arbeitssklaven ihre geistigen Anlagen verkümmern. Doch je älter sie wird, desto mehr sieht sie ihre Chancen auf einen solchen Sklaven dahinschwimmen. Und eines Tages bleibt nichts anderes übrig, als sich der letzten Überbleibsel ihrer Intelligenz zu erinnern und daraus das Beste zu machen. Manche Frauen aus dieser Gruppe bringen es damit sogar sehr weit, als Schriftstellerinnen, Politikerinnen, Journalistinnen, Ärztinnen, Juristinnen kommen sie nicht selten und gerade weil sie als intelligente Frauen so sehr aus dem Rahmen fallen, zu großen Ehren. Damit erweisen sie natürlich der Ausbeuterin in der Vorortvilla unschätzbare Dienste. Seht ihr, sagt diese, wir Frauen könnten auch so manches, wir verzichten nur immer zugunsten der Männer. Und anhand der abschreckenden Beispiele dieser Intelligenzbestien kann sie dem Sklaven an ihrer Seite immer wieder klar machen, wie hässlich, hart und uncharmant, wie unweiblich eine große Leistung die Frau macht. Und er wird selbstverständlich die Gehirnamputierte in seinem Bett jener anderen immer noch tausendmal vorziehen. Reden kann er notfalls auch mit Männern. Auch die Hässliche verzichtet trotz ihres Erfolgs nie ganz auf ihren weiblichen Sonderstatus und erwartet mit größter Selbstverständlichkeit, dass ihre Umwelt sie, als Frau, die erfolgreich war, wie eine Art Weltwunder betrachtet. Es ist fast obszön, wie sehr gerade diese Frau immer ihre Weiblichkeit herausstreicht. Sie produziert sich vor Presse und Fernsehen, wann immer es geht, lässt ihren schwabbeligen Busen über ihre große Schreibtischplatte hängen und klagt, wie schwer gerade sie, als Frau, es in ihrer hohen Position habe. Wie dem auch sei, im Vergleich zur landläufigen Ausbeuterin ist sie einigermaßen respektabel. Dass sie zu ihrer Respektabilität gezwungen wird, man braucht ihr nur ins Gesicht zu sehen, um zu wissen, warum sie so gescheit ist, ist eine andere Sache. Denn Hässlichkeit ist natürlich kein persönliches Verdienst. Kompliziert wird es bei der sogenannten emanzipierten Frau. Denn während man die ersten drei Kategorien der berufstätigen Frauen, die hässliche allerdings nur, bevor sie Erfolg hat, durch entsprechende Geldangebote ohne weiteres von ihren beruflichen Plänen abbringen könnte, arbeitet die emanzipierte nie für Geld. Sie war per Definitionem in ihrer Jugend immer attraktiv und hat daher immer einen gut verdienenden Sklaven zur Hand. Emanzipieren kann sich nur die schöne Frau. Die hässliche hat, genauso wie der Mann, nichts, wovon sie sich emanzipieren könnte. Niemand hat sie je zu korrumpieren versucht. Sie hatte nie die Wahl. Die Emanzipierte hat auch Kinder, allerdings oft nur 1 bis 2, eine komfortable Wohnung und alle Statussymbole ihrer Clique. Doch sie findet ihre Vergnügungen nicht nur im Heim und auf den von ihren Geschlechtsgenossinnen organisierten Maskenbällen. Am besten amüsiert sie sich mit untergeordneten Handlangerdiensten, bei denen sie viel Publikum hat. Man findet sie ätherisch durch Korridore von Verlagen und Zeitungsredaktionen schwebend, im Vorzimmer der Film-, Fernseh- und Theaterbosse, in der Rolle der Regieassistentin, der Dolmetscherin,
an den Schaltern der Reisebüros, in Juwelier- und Antiquitätengeschäften, in Boutiquen. Kurz, überall dort, wo sich reiche und interessante Leute treffen. Das Geld, das sie verdient, verbraucht sie meist restlos für ihre aufwendigen Maskeraden, mit deren Hilfe sie sich an ihrem Arbeitsplatz jeden Tag von Neuem wieder in Szene setzt. Die emanzipierte Frau ist genauso dumm wie die anderen, aber sie möchte nicht für so dumm gehalten werden. Von Hausfrauen spricht sie nur auf die abfälligste Art. Sie glaubt, allein die Tatsache, dass sie eine Arbeit ausführt, die auch eines Mannes nicht unwürdig wäre, mache sie intelligent. Sie verwechselt dabei Ursache mit Wirkung. Die Männer arbeiten ja nicht, weil sie so intelligent sind, sondern weil sie müssten. Die Intelligenz könnten die meisten von ihnen erst dann sinnvoll gebrauchen, wenn sie frei von finanziellen Verpflichtungen wären, so frei wie die Hausfrauen zum Beispiel. In der Regel hätte eine Frau in ihrer Vorortvilla viel bessere Voraussetzungen für ein reges Geistesleben als zwischen Schreibmaschine und Diktiergerät. Die Arbeit der Emanzipierten ist selten schwierig oder verantwortungsvoll, doch sie lebt in dem Wahn, sie sei sowohl das eine als auch das andere. Diese Arbeit füllt sie aus, regt sie an, sie könnte ohne sie nicht existieren. Doch wirklich angewiesen ist sie auf diese Arbeit nie. Sie kann sie jederzeit aufgeben, denn die Emanzipierte arbeitet im Unterschied zur Hässlichen nie ohne Rettungsautomatik. Immer gibt es einen Mann, der irgendwo im Hintergrund bereitsteht und bei der ersten Schwierigkeit zur Hilfe eilt. Dass sie langsamer aufsteigt als ihre männlichen Kollegen, findet sie zwar unfair, doch an deren mörderischen Kämpfen nimmt sie deshalb noch lange nicht teil. Das sei ebenso. Als Frau, selbst wenn man emanzipiert sei, habe man nicht die gleichen Chancen. Anstatt an Ort und Stelle für eine Veränderung der Tatsachen zu sorgen, rennt sie, geschminkt wie ein Clown und über mit Lametta behangen, auf die Versammlungen ihrer Clique und schreit nach Gleichberechtigung. Dass die Frauen selbst und nicht die Männer wegen ihrer Interesselosigkeit, ihrer Dummheit, ihrer Unzuverlässigkeit, ihrer Käuflichkeit, ihren albernen Maskeraden, ihren ewigen Schwangerschaften und vor allem wegen ihrer erbarmungslosen Dressur am Mann die Schuld an diesen Zuständen trifft, kommt ihr nicht in den Sinn. Man könnte nur annehmen, die Männer der Emanzipierten hätten es besser als die anderen, weil sie die Verantwortung nicht allein tragen. Das Gegenteil ist der Fall. Die sogenannte emanzipierte Frau macht ihren Mann unglücklich. Denn dieser Mann wurde natürlich, wie alle seines Geschlechts, nach dem Leistungsprinzip dressiert und muss ihr deshalb immer ein paar Schritte voraus sein. Die Übersetzerin hat einen Schriftsteller zum Mann, die Sekretärin einen Abteilungsleiter, die Kunstgewerblerin einen Bildhauer, die Feuilletonistin einen Chefredakteur. Die emanzipierte Frau ist deshalb nie eine Entlastung für ihren Mann. Sie beutet ihn noch mehr aus als die anderen. Je höher sie hinaufkommt, desto unbarmherziger treibt sie ihn an, und manchmal kommt eine solche Frau durch Zufall oder die Protektion eines Mannes, denn sie ist ja attraktiv, tatsächlich in eine wichtige Stellung. Wenn er nicht selbst eine hohe Position hat, wird jede ihrer Gehaltserhöhungen für ihn zum Trauma, jede ihrer beruflichen Anerkennungen kann ihn in Panik versetzen. Er lebt ständig in Angst, sie könnte ihn eines Tages doch noch überrunden und findet keinen Augenblick Ruhe. Die fremden Männer, die sie täglich trifft, stürzen ihn in wilde Eifersucht. Er fühlt sich überflüssig, sein ganzes Dasein scheint ihm sinnlos, denn er glaubt, dass sie ihn nicht mehr braucht. Das Glück des Sklaven, das einzige Glück, das den Männern nach ihrer Dressur noch erreichbar ist, bleibt ihm versagt. Und auch ihre Kinder machen die Emanzipierte unglücklich. Denn sie ist ja nicht besser als der Rest, nur anders. Sie vergnügt sich mehr bei einer stupiden Büroarbeit als bei der Versorgung ihrer intelligenten Kinder. Doch auf das Gebären wird sie deshalb noch lange nicht verzichten. Als Frau, sagt sie, brauche man ein Kind, sonst bleibe man sein Leben lang unerfüllt. Die Emanzipierte verzichtet prinzipiell auf nichts. Sie isst die Torte und den Kuchen auch noch. Damit sie ihrer angeregten geistigen Tätigkeit nicht entsagen muss, gibt sie ihre Kinder in Tagesheime und Internate oder lässt sie von jenen Hausfrauen erziehen, die sie so sehr verachtet. Und auch die Hausarbeit macht sie natürlich nicht allein. Sie erledigt sie mit ihrem Mann gemeinsam nach Büroschluss. Dafür darf er sich auch beim Parkettbohnern, Blümchengießen und Silberputzen
mit seiner geistig regen Frau angeregt unterhalten. Denn auf den traditionellen Plunder ihrer Sippschaft verzichtet die Emanzipierte natürlich genauso wenig wie auf den Arbeitssklaven und die Kinder. Um ihren Anspruch auf die männlichen Privilegien Nachdruck zu verleihen, ihren Anspruch auf die gut dotierten Stellungen der Männer, nicht etwa auf die Privilegien des Soldaten, organisiert die Emanzipierte von Zeit zu Zeit sogenannte Emanzipationsbewegungen. Bei solchen Gelegenheiten lenkt sie dann mit viel Gezeter die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, steckt sich Kampfabzeichen an den jeweils neuesten Suffragettenlook, stellt zur Demonstration ihrer politischen Interessen etwa Kerzen an ihr Wohnzimmerfenster, kneift unter den Augen des Fernsehpublikums Bauarbeitern in die Hinterbacken und macht dergleichen Mätzchen mehr. Regelmäßig befreit sie sich dabei auch von irgendwelchen Fesseln. Und diese Fesseln versteht sie, da ihr geistige Fesseln fremd sind, immer ganz wörtlich. Zu Beginn dieses Jahrhunderts war es das Korsett, von dem sie sich befreite, in den 70er Jahren war es der Büstenhalter, damit diese Sensation auch niemandem entgehen konnte, ließ sie ihre Sklaven die durchsichtige Bluse erfinden und bei der nächsten Emanzipationswelle wird es vielleicht der unbequeme lange Rock sein, den sie gerade gegen den Willen der Männer mit viel Koketterie in ihren Maskenfundus aufnimmt. Nur ihre Dummheit, ihre Albernheit, ihre Lächerlichkeit, ihre Verlogenheit, ihre Gefühlskälte und ihr abgrundtief blödes Geschwätz, das hat sie bei einer solchen Gelegenheit noch nie abgelegt. Und selbstverständlich wird sie dem Mann an ihrer Seite, auch wenn sie noch so gut verdient, nie die häusliche Domäne überlassen und an seiner Stelle die Verantwortung für Lebensunterhalt und Sozialprestige auf sich nehmen. Obwohl es möglich ist, dass sie sich im Berufsleben tatsächlich erfüllt und glücklich vorkommt, sie ist ja viel unsensibler als der Mann und kann deshalb bei einer stumpfsinnigen Arbeit auch nicht so sehr leiden, wird sie ihm mit ihrem Geld niemals die Möglichkeit für ein besseres Leben schaffen. Sie wird ihm weder Feuer geben, noch Türen für ihn öffnen, sie wird weder Lebensversicherungen zu seinen Gunsten abschließen, noch bei der Scheidung eine Rente für ihn aussetzen. Das wäre dann gar zu unweiblich. Und auch dem Mann würde eine solche Regelung nicht in den Sinn kommen, dazu ist er zu gut dressiert. Der Mann der Emanzipierten wird sich nach einem Kuss die Creme, Puder und Lippenstiftspuren aus dem Gesicht wischen und sich wieder in den Kampf stürzen. Was ist Liebe? Der Mann wird von der Frau so dressiert, dass er ohne sie nicht leben kann und deshalb alles tut, was sie von ihm verlangt. Er kämpft um sein Leben und nennt das Liebe. Es gibt Männer, die drohen ihrer Angebeteten mit Selbstmord, wenn sie nicht erhört werden. Das ist für sie kein Risiko. Sie haben nichts zu verlieren. Aber auch die Frau kann ohne den Mann nicht existieren. Sie ist für sich allein so lebensuntüchtig wie eine Bienenkönigin. Auch sie kämpft um ihr Leben und auch sie nennt das Liebe. Einer braucht den anderen und es sieht so aus, als gäbe es doch wenigstens ein gemeinsames Gefühl zwischen ihnen. Aber die Ursache und das Wesen dieses Gefühls und ihre Konsequenzen sind für Mann und Frau völlig verschieden. Für die Frau bedeutet Liebe Macht, für den Mann Unterwerfung. Für die Frau ist Liebe ein Vorwand für kommerzielle Ausbeutung, für den Mann ein emotionsgedrängtes Alibi für seine Sklavenexistenz. Aus Liebe tut die Frau Dinge, die ihr nützen, der Mann solche, die ihm schaden. Die Frau arbeitet aus Liebe nicht mehr, wenn sie heiratet, der Mann arbeitet, wenn er heiratet, aus Liebe für zwei. Die Liebe ist für beide Teil ein Kampf ums Überleben. Aber der eine überlebt nur durch Sieg, der andere nur durch Niederlage. Es ist eine Ironie, dass die Frauen auch ihre größten Gewinne im Augenblick ihrer größten Passivität ernten und dass ihnen das Wort Liebe auch bei ihrem erbarmungslosesten Betrug am Mann den Glorienschein der Selbstlosigkeit gibt. Der Mann vernebelt sich mit Liebe seinen feigen Selbstbetrug und macht sich glauben, seine sinnlose Sklaverei für die Frau und deren Geißeln sei ehrenhaft und habe einen höheren Sinn. Er ist zufrieden mit seiner Rolle, als Sklave ist er am Ziel seiner Wünsche. Und weil die Frau ohnehin nur Vorteile aus diesem System zieht, wird sich nichts ändern. Das System zwingt zwar zur Korruption, aber niemand findet etwas dabei. Man darf von einer Frau nichts anderes erwarten als Liebe, solange sie damit alles andere eintauschen kann.
und den zum Sklaven dressierte Mann werden seine Anstrengungen immer nur im Sinn der Dressur weiterbringen, nie zu seinem Vorteil. Er wird immer noch mehr leisten, und je mehr er leistet, desto weiter wird die Frau sich von ihm entfernen. Je mehr er sich ihr anbietet, desto anspruchsvoller wird sie werden. Je mehr er sie begehrt, desto weniger wird er selbst für sie begehrenswert sein. Je mehr er sie mit Komfort umgibt, desto unbequemer, desto dümmer, desto unmenschlicher wird sie werden und desto einsamer er selbst. Nur die Frauen könnten den Teufelskreis von Dressur und Ausbeutung brechen. Sie werden es nicht tun, es gibt dafür keinen rationalen Grund. Auf ihre Gefühle darf man schon gar nicht hoffen. Frauen sind gefühlskalt und ohne jedes Mitleid. Die Welt wird also immer weiter in diesem Kitsch, in dieser Barbarei, in diesem Schwachsinn Weiblichkeit versinken und die Männer, diese wunderbaren Träumer, werden niemals aus ihren Träumen erwachen.